Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 102: Gesellschaftsübergreifende Eheangelegenheiten. Nachdem Harry seinem älteren Kollegen einen Tipp bezüglich wortloser Entschuldigungen gegeben hatte, machte er sich zurück auf den Weg in seine Räume. Es erstaunte ihn nur einen kurzen Moment, dass Ginny und Hermine seine Abwesenheit nicht bemerkt zu haben schienen. Doch kaum war er da, wurde er auch schon mit neu gestrickten Plänen überrannt. Harry, wie wäre es, wenn wir mal zusammen mit Hermine in Urlaub fahren? Nur wir drei. Natürlich auch Niklas. Aber der zählt ja im Moment nicht einmal eine halbe Person. Sie strahlte über das ganze Gesicht. Das wird sicher Spaß machen, schwärmte Ginny, die schon einmal mit Hermine das Vergnügen des gemeinsamen Urlaubs erleben durfte. Vielleicht sollten wir erst einmal einen Termin für unsere Hochzeit aussuchen, Ginny? Mit Hermine können wir immer noch zusammen verreisen, aber unsere Flitterwochen hätte ich dann doch schon gern für uns, entgegnete Harry. Ich werde mich langsam verabschieden, sagte Hermine, nachdem sie gerade die Uhrzeit an Harrys Wanduhr abgelesen hatte. Wir müssen ja morgen schon um 10 Uhr da sein und vorher wird noch mein Kleid von Besenknechts Sonntagsstart geliefert. Ich hoffe, das kommt rechtzeitig. Ich habe denen gesagt, ich brauche es spätestens um 9 Uhr. Ginny grinste und sagte: Mein Kleid soll morgen auch geliefert werden. Also ich musste mir nichts Neues kaufen, warf Harry ein. Remus und Tonks hatten mir mal zu Weihnachten einen Muggelanzug geschenkt, dessen Größe sich automatisch anpasst. Männer brauchen ja auch nur einen Anzug, während die Damen eine Vielzahl an Kleidungskombinationen. Harry unterbrach Ginny und witzelte: Was soll das wieder heißen? Dass die Männer morgen alle gleich aussehen werden? Schwarze Anzüge und Krawatten? Die drei lachten, bis Hermine sagte: Ich bin mal gespannt, wen die beiden alles eingeladen haben und wie es mit den Muggeln aussieht. In der Einladung stand ja was von absolutem Zauberverbot, aber nichts davon, dass man seine Identität als Hexe oder Zauberer geheim halten muss. Ich bin schon gespannt, warf Harry ein, was die Muggel zu Mad-Eye sagen werden. Ich meine, den fand selbst ich gruselig, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Gehen wir morgen zusammen hin? Wollte Hermine wissen, und die Hoffnung in ihrer Stimme war so rührend, dass beide sofort zugesagt hatten. Nachdem Hermine gegangen war, kuschelte sich Ginny auf die Couch noch ein wenig an Harry, bevor sie sagte: Lass uns ins Bett gehen, Harry. Erschrocken blickte er sie an, doch er brachte es zustande, ihr wenigstens zuzunicken, wenn ihn ihre harmlose Frage auch etwas unruhig gestimmt hatte. Sie waren ja verlobt. Sie durften die Nacht zusammen verbringen. Und doch fühlte sich Harry wie ein Schuljunge, der kurz davor stand, etwas Verbotenes zu tun. Als sie von der Couch aufstand und ihn an der Hand ins Schlafzimmer führte, war ihm das Herz in die Kehle gerutscht und er musste kräftig, sehr kräftig schlucken, damit er wieder imstande war, etwas sagen zu können. Doch als er es versuchte, versagte seine Stimme erneut, denn Ginny begann gerade damit, die Knöpfe seines Hemdes zu öffnen und seine Brust freizulegen. Seine Atmung beschleunigte sich und durch die Nase bekam er nicht mehr den Sauerstoff, den sein Gehirn benötigte, also atmete er durch den leicht offen stehenden Mund weiter. Ab und an blickte sie ihn lächelnd an und in ihren Augen war ein freches Funkeln zu sehen, welches ihm veranschaulichte, was sie heute noch vorhatte. Sie teilte sein weißes Hemd und legte seine Brust frei, die sie gleich darauf mit den flachen Händen berührte. Harry wollte
unbedingt etwas tun. Jedenfalls etwas mehr als gar nichts. Und vor lauter Unsicherheit packte er einfach zu und küsste Ginny leidenschaftlich. Ja, das war ein vertrautes Gefühl, denn geküsst hatte er sie schon häufig und jeder Kuss schien schöner und inniger zu sein als der vorherige. Er streichelte über den durch eine dünne Bluse bedeckten Rücken und streifte den Verschluss ihres BHs. Und schon jetzt malte er sich aus, wie er sich wohl anstellen würde, sollte er diesen Verschluss nachher öffnen müssen. Und dann, ganz plötzlich, fing Nikolas an zu weinen. Ginny beendete den Kuss und blickte ihn mit Schlafzimmeraugen an, bevor sie witzelnd bemerkte: Das Leid junger Eltern. Ich kümmere mich um ihn. Mitten in der Nacht wachte Hermine mit einem unguten Gefühl auf und dann wusste sie auf einmal, warum das so war. Fellini war nicht bei ihr. Abrupt setzte sie sich im Bett auf und verwendete einen der wenigen Wort- und stablosen Zaubersprüche, die sie beherrschte, um Licht zu entzünden. Fellini? Fragte sie laut in den Raum hinein. Doch das Tierchen kam nicht aus dem Wohnzimmer zu ihr gelaufen wie sonst, wenn sie nach ihm rief. Oh Gott, wo bist du nur? Sie warf sich einen Morgenmantel über und blickte auf die Uhr. Es war 3 Uhr, mitten in der Nacht. Aber sie konnte nicht schlafen, wenn ihr Haustier unauffindbar war. Mit warmen Hausschuhen verließ sie ihre Räumlichkeiten und bibberte, als die kühle, feuchte Luft der Kerker durch ihren Morgenmantel kroch. Sie blickte nach links und nach rechts, bevor sie leise rief: Fellini? Kein Maunzen war zu hören, kein Fellknäuel zu sehen, und so ging Hermine nach rechts und hielt auf ihrem Weg die Augen offen. Zur gleichen Zeit, wie üblich, in einer Nacht zum Samstag, huschte ein lautloser Schatten über die Gänge und kontrollierte Nischen, Vorsprünge, Ecken und leerstehende Klassenzimmer auf der Suche nach Schülern, die sich um diese Zeit ihrer eigenen Nachtruhe beraubten. Im Erdgeschoss, auf einem überdachten Gang im Freien, bemerkte Severus eine helle Gestalt, die er im ersten Moment für einen Geist hielt. Aber dann fiel ihm auf, dass diese Gestalt Beine hatte und lief, weswegen er sich einfach an ihre Fersen heftete. Er benötigte nicht lange, um zu erkennen, dass es sich um Hermine handelte. Doch warum lief sie nur mit einem Morgenmantel bekleidet umher? Sie war doch hoffentlich keine Schlafwandlerin, wie Harry es von sich in seinem 3. Schuljahr behauptet hatte, dachte er schmunzelnd. Hermine? Fragte er leise, als er nur noch 4 oder 5 Meter von ihr entfernt stand. Obwohl er so leise gesprochen hatte, hatte seine plötzliche Stimme sie wahnsinnig erschreckt. So, dass sie sich umdrehte und eine Hand an ihre Brust hielt. Severus, was tun Sie denn hier? Fragte sie doch glatt zurück. Es ist nicht ungewöhnlich für meine Person, mich um diese Uhrzeit hier aufzuhalten. Aber es ist ungewöhnlich für Sie, Hermine. Was für ein Grund treibt sie um kurz nach 3 Uhr dazu an, durch Hogwarts Gänge zu schleichen? Ich schleiche nicht, ich suche etwas. Haben Sie Fellini gesehen? Wollte sie wissen. Wen bitte? Fragte er nach, während er ein verdutztes Gesicht machte. Oh, das hatte ich Ihnen ja noch gar nicht gesagt. So heißt der Kniesel, Fellini. Er ist weg und ich weiß nicht, wo er sein kann. Erklärte sie aufrichtig. Severus presste seine Lippen zusammen, bevor er sagte: Es wird ihm schon nichts geschehen sein. Wahrscheinlich hat er die Freuden der Jagd entdeckt und hat sich in der Eulerei auf die Lauer gelegt, um sich ein paar Mäuse zu fangen oder schlimmer noch, ein paar Eulen. Sie hörte heraus, dass der letzte Teil seines Satzes nicht ernst gemeint war und sie nickte, als sie erkannte, dass Severus recht haben musste. Fellini würde sich sicherlich die Zeit zu vertreiben wissen. Doch trotzdem sorgte sie sich. Aber es ist doch so kalt. Er hat ein dickes Fell, kam als Antwort zurück. Wo haben Sie ihn denn zuletzt gesehen? Wollte Severus wissen. Er ist mir gestern Abend zu Harry gefolgt, aber ich weiß nicht, ob er mit mir zurückgegangen ist. Ich glaube aber nicht, dass er noch dort ist, denn Harry hätte ihn bestimmt zu mir gebracht.
Der Kniesel kann nämlich richtig laut werden, wenn ihm etwas nicht passt, wissen Sie? Sagte sie mit so viel Sorge in der Stimme, dass Severus ihr Attentat mit Seegras und Nixenkraut bereits vergessen hatte. Ich werde die Augen aufhalten, Hermine. Sie sollten zurückgehen, denn wie Sie ganz richtig bemerkt haben, ist es recht kalt. Und wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, Ihr Morgenrock sieht nicht gerade sehr wärmend aus. Aber... Kein Aber. Sie wissen genau, wie groß Hogwarts und die anschließenden Ländereien sind. Sie würden das Tier bei Nacht so oder so nicht finden. Also gehen Sie bitte, bevor Sie sich noch erkälten. Sagte er fast im Befehlston und sie gehorchte. Severus fand auf seinem Rundgang den Kniesel nicht. Dafür aber zwei Schüler, die er kurz belauschte, bevor er sich dazu entschloss, nicht einzuschreiten. Sie hielten sich zwar zu einer mehr als unangemessenen Zeit außerhalb ihrer Schlafräume auf, doch wie er aus dem Gespräch erkennen konnte, war eine Unterhaltung zwischen den beiden zur Tageszeit offensichtlich kaum möglich. Mr. Foster, ein Schüler seines Hauses, und Miss Bärbaum, die junge Dame aus Hufflepuff, die nach dem Tode ihrer Familie in Pomonas Obhut gekommen war, unterhielten sich sehr ernst über die Möglichkeiten, zusammen zum Halloween-Fest zu gehen, ohne sich dem Spott ihrer Mitschüler auszusetzen. Besonders Meredith sorgte sich sehr darum, von ihrem eigenen Haus ausgesetzt zu werden, sollte herauskommen, dass ihr Freund ein Slytherin wäre. Sie hatten sich nicht getroffen, um ihren Hormonen nachzugeben, weshalb Severus sich wieder auf den Rückweg machte. Als er in seinem Wohnzimmer angekommen war, staunte er nicht schlecht bei dem Anblick, der sich ihm bot. Hermines Kniesel musste vorhin von ihm unbemerkt hineingekommen sein, als er seinen Kontrollgang gestartet hatte. Jetzt lag das schwarze Tier in Harrys Korb und beide schliefen fest und eng aneinander gekuschelt. Severus raffte sich dazu auf, Hermine Bescheid zu geben, damit sie eine ruhige Nacht haben würde, und so ging er auf den Flur hinaus, um eine Tür weiter, ganz zaghaft, zu klopfen. Sofort wurde ihm von ihr geöffnet. Ihr Kniesel hatte sich Zutritt zu meinen Räumen verschafft und liegt bei meinem Hund. Ich wollte Ihnen nur Bescheid geben. Vielleicht möchten Sie das Tier abholen? Fragte er. Sie nickte daraufhin und folgte ihm in sein Wohnzimmer. Als sie die beiden Tiere im Korb bemerkte, da wollte sie Fellini nicht wecken, denn der schlief gerade so süß und selig. So haben die beiden auch zusammengelegen, als ich sie von Hagrid abgeholt habe. Sagte sie lächelnd, bevor sie aufblickte und Severus ansah. Severus? Würden Sie morgen vielleicht auf ihn aufpassen und ihn füttern, während ich auf der Hochzeit bin? Ich weiß ja nicht, wie lange das dauern wird. Das ließe sich einrichten, erwiderte er kühl. Das ist nett von Ihnen, sagte sie, während sie ihn einmal dankend anlächelte. Gleich darauf fügte sie hinzu. Wenn Sie nichts dagegen haben, dass er heute schon hier... Kein Problem, Hermine. Sie sollten jetzt versuchen, etwas Schlaf zu finden, sagte er und begleitete sie zur Tür. Nachdem er die Tür geöffnet hatte, erstarrte er zur Salzsäule, genau wie Gordian Foster, der gerade eben auf seinem Rückweg zum Slytherins Schlafsaal ertappt worden war. Das Problem, das Severus jedoch sah, war von ganz anderer Natur, denn Hermine war aus seinen Räumlichkeiten getreten und sie war nur leicht bekleidet. Gordian schaute seinen Hauslehrer verschämt an. Er haschte einen Blick auf seine Privatschülerin und schaute verlegen und mit roten Wangen zu Boden. Mr. Foster, begann Severus mit seiner gemeinen, leisen Stimme. Ich hoffe doch, Ihr eben stattgefundenes Gespräch mit Miss Bärbaum hat Sie Ihrer Problemlösung näher gebracht. Gordian blickte erstaunt auf und wunderte sich, wie sein Hauslehrer davon hatte erfahren können. Er hatte sich doch erst vor wenigen Minuten mit ihr getroffen. Gordian war eingeschüchtert und konnte nichts anderes tun als nicken. Er lauschte sehr aufmerksam seinem Hauslehrer, als dieser sagte: Ich hoffe doch, Sie sind sich darüber im Klaren, wie Sie sich für das Ausbleiben einer Strafarbeit und dem nicht eingetretenen Punkteverlust erkenntlich zeigen können? Ja, Sir, versicherte Gordian leise. Denn er hatte sehr wohl verstanden, dass sein Hauslehrer ihm gedroht hatte und ihm nahelegte,
den Mund zu halten. In den Schlafsaal, aber sofort, zischelte Severus und der Junge rannte los. Hermine war ein wenig perplex, verabschiedete sich jedoch von Severus, um wieder ins Bett zu gehen. Vor dem Einschlafen dachte sie daran, wie übertrieben Severus bei dem Schüler reagiert hatte. Schließlich musste es seltsam ausgesehen haben, dass sie um kurz vor 3:30 mit nur einem dünnen Morgenmantel bekleidet seine Räume verlassen hatte. Aber andererseits musste Severus sich nicht vor seinem Schüler rechtfertigen. Letztendlich war es jedoch besser, wenn nur ein einziger Schüler falsche Schlüsse gezogen hatte, aber den Mund halten würde, anstatt dass hunderte von Schülern anstelle von Zaubertränken die Gerüchteküche brodeln lassen würden. Am nächsten Morgen wachte Hermine viel zu früh auf, doch schlafen konnte sie nicht mehr, weswegen sie sich bereits fürs Frühstück fertig machte. Doch sie zog sich nur eine Jogginghose und einen Weasley-Pullover über, denn bis 9 Uhr sollte ihr Kleid kommen, das sie extra für die Hochzeit von Anne und Sirius bestellt hatte. Die Haare hatte sie sich bereits zurechtgemacht und sie hatte auch etwas Make-up aufgelegt, bevor sie sich auf die Couch setzte. Als sie auf die Posteulen und das Frühstück wartete, wurde ihr bereits bewusst, wie aufgeregt sie wegen der Hochzeit war. Die erste Eule brachte den Tagespropheten, der schon in der Schlagzeile über das heute stattfindende, sehr wichtige Spiel Eintracht Pfützensee gegen die Tutchill Tornadoes berichtete. Daran hatte Hermine gar nicht mehr gedacht, aber da sie nicht mehr mit Ron zusammen war, war sie auch nicht mehr über die anstehenden Spiele informiert. Das heutige Spiel bedeutete, dass Ron nicht zur Hochzeit erscheinen würde. Einerseits war sie erleichtert, weil sie dann nicht zusehen musste, wie Angelina und er die ganze Zeit übertürteln würden. Doch andererseits wäre ihr das mittlerweile sicherlich egal. Sie hätte Ron gern mal wieder zu Gesicht bekommen. Die zweite Eule brachte den Klitterer, der über verwaiste Heliophanten berichtete, die nach dem Tod von Cornelius Fudge rastlos umherirren sollten. Eine dritte Eule brachte die Hexenwoche und Hermine stutzte, denn die hatte sie gar nicht abonniert. Es stellte sich heraus, dass es sich um ein Probeexemplar handelte und sie fand während des Frühstücks sogar Gefallen an der Zeitschrift, denn es wurden die 10 begehrtesten Junggesellen aufgelistet. Harry stand an erster Stelle. Jedoch wurde berichtet, dass Gerüchte im Umlauf wären, er würde seine alte Flamme heiraten wollen, die Tochter des Zaubereiministers. Um 9:15 war das Kleid noch immer nicht da und Hermine wurde langsam ungeduldig. Um 9:05 brachten 6 Eulen ein längliches Päckchen und Hermine riss es in Windeseile auf, nur um fast ohnmächtig zu werden. »Die haben mir das falsche Kleid geschickt«, meckerte sie laut. Mit dem Kleid unterm Arm rannte sie einen Stock höher zu Harry und nachdem er ihr geöffnet hatte und Hermine eingetreten war, erblickte sie Ginny, die fassungslos auf ein blaues Kleid starrte. Als Ginny, Hermine und das rote Kleid erblickte, sagten beide Frauen gleichzeitig: Das ist mein Kleid! Besenklechts Sonntagsstart hatte zum Glück nur die Empfänger vertauscht. Da es langsam spät geworden war, zogen sich Hermine und Ginny im Wohnzimmer um. Harrys Proteste, doch lieber ins Schlafzimmer zu gehen, hörten sie nicht. Und da sich die beiden gerade nackig machten, hielt er es für besser, kurz vor die Tür zu gehen. »Harry, Sie sehen ja heute mal richtig präsentabel aus«, hörte er Severus Stimme sagen, und gleich darauf strich sich Harry mit einer flachen Hand über die Brust und genoss das Gefühl des gut sitzenden, weichen Jacketts. Severus war gerade die Treppe aus den Kerkern hinaufgekommen und er hatte Harry an der Leine. Frei nebenher lief Hermines Kniesel und da Harry ein verdutztes Gesicht machte, erklärte Severus: »Der Kniesel folgt dem Hund auf Schritt und Tritt.« Harry lächelte, als er die beiden Tiere zusammen erblickte. »Guten Morgen, Severus! Heute mal selbst mit dem Hund?« Harry hielt inne und drehte sich um, als die Tür hinter ihm aufgerissen wurde und Hermine und Ginny
in ihren hübschen Kleidern im Türrahmen standen. Ginny trug ein feuerrotes, aber dennoch schlicht wirkendes Kleid, welches wunderbar zu ihren Haaren passte. Und Hermine hatte sich ein dunkelblaues Kleid mit schwarzer Spitzenverzierung besorgt. Die Herren der Schöpfung würden sagen, Hermines Kleid sähe fantastisch an ihr aus, während die Damenwelt sicherlich der Meinung wäre, es würde viel zu eng sitzen. Guten Morgen, Hermine, grüßte Severus, und Harry war nicht entgangen, dass sein älterer Kollege einmal fast unmerklich Hermine von oben bis unten betrachtet hatte. Miss Weasley, Ihnen auch einen guten Morgen. Der Kniesel streifte Severus' Bein und kam auf Hermine zu, so dass sie gar nicht anders konnte, als sich lächelnd hinzuhocken, und da geschah es. Jeder hörte ein lautes und für einen Moment schien die Zeit stehen geblieben zu sein, bis Hermines Lächeln verblasste und sie leise zu sich selbst sagte: Das kann nicht wahr sein. Ginny ging einen Schritt zurück und sagte: Lass mal sehen. Ganz plötzlich fing sie an zu lachen, warf sich jedoch schnell eine Hand über den Mund. Nervös tastete Hermine ihr Gesäß ab, und dann, als sie den Riss spürte, schloss sie die Augen und schimpfte leise: Verdammt! Gleich darauf verschwand sie ins Innere des Wohnzimmers, gefolgt von einer giggelnden Ginny. Harry schloss die Tür wieder, damit Ginny und Hermine sich das Malheur in Ruhe betrachten konnten. Ist gar nicht so groß, Hermine. Sieht man kaum. Mama könnte das richten. Aber ich kann doch nicht mit einem Riss im Kleid hingehen. Warum nicht? Du hast doch einen Umhang drüber und man sieht ihn nicht. Ich glaube, Remus ist auch ganz gut in solchen Änderungszaubern, erklärte Ginny. Ja, sicher. Wir können ja über Sonorus alle Hexen und Zauberer auffordern, sich mal den Riss anzusehen. Ich will da so nicht hingehen. Hermine, jetzt mach mal einen Punkt. Das sieht niemand und wir werden jemanden finden, der das wieder in Ordnung bringen kann, sagte Ginny rügend, bevor sie sich die Tragetasche mit Nikolas schnappte. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.